Freunde. Oder sollte ich heute besser sagen, liebe Pferdefreunde? Ja, das heutige Video ist nur für euch. Denn heute widmen wir uns einer 90er Jahre Kinderserie, die damals unfassbar erfolgreich war. Und es ging in dieser Serie ganz viel um Pferde, aber auch um andere Tiere. Und um Freundschaft und um den ersten Liebeskummer und um Schulsorgen und eigentlich alles, was junge Menschen so bewegt. Die Rede ist natürlich vom Süderhof. 1991 ist die Serie Neues vom Süderhof erstmals im Kinderprogramm der ARD auf Sendung gegangen. Sie erzählt die Geschichte von Danny, Peggy und Ben, die nach einem tödlichen Unfall ihrer Eltern auf den Süderhof ziehen und dort mit ihren neuen Freunden Bimbo und Molle die ganz großen Abenteuer erleben. Der Süderhof war so erfolgreich, dass über die Jahre ganze 5 Staffeln produziert wurden und er auch danach hunderte Male im Kinderprogramm wiederholt wurde. Ende der 90er Jahre allerdings endete allmählich die Erfolgsgeschichte und die Sendung wurde durch den Nachfolger ersetzt, die Kinder vom Alstertal. Da war ich dann allerdings schon zu alt für und allmählich raus. Ja. Und heute, ihr kennt das bereits, werden wir uns mal auf die Suche begeben nach den Drehorten dieser legendären 90er Jahre Kinderserie. Und eines kann ich schon mal versprechen, selbstverständlich ist auch der Süderhof selbst mit dabei. Unsere heutige Drehorttour wird ein kleines bisschen ungewöhnlich, denn auch die Serie Neues vom Süderhof ist ein kleines bisschen ungewöhnlich, zumindest wenn es um Drehorte geht. Zentraler Punkt dieser Serie und damit auch zentraler Drehort ist ja der Süderhof selbst. Dieser Bauernhof, den wir uns natürlich auch heute in diesem Video angucken werden. Dort finden schon mal 80%, sag ich mal, aller Handlungen statt. Darüber hinaus wird es dann mit der Drehortsuche allerdings ein kleines bisschen schwierig. Es werden zwar immer mal wieder Szenen außerhalb gezeigt, in der Natur, in der Stadt und so weiter und so fort. Allerdings nie so richtig in der Totalaufnahme, sondern immer nur so in so komischen Nahaufnahmen. Es gibt keine richtigen markanten Gebäude im Hintergrund. Es gibt keine Straßenschilder oder sowas, wo man sehen kann, wo das jetzt wirklich gewesen ist. Also relativ schwierig herauszufinden. Und dann, zweiter Punkt, es gibt auch nicht so richtig prägnante Drehorte außerhalb des Süderhofs, die immer wieder in dieser Handlung auftauchen, so wie zum Beispiel bei anderen Serien. Da gibt es wirklich nur so eine Handvoll Orte, die man immer mal wieder sieht. Und die habe ich allerdings herausgefunden und den ersten davon, den gucken wir uns jetzt an. Ja, und damit herzlich willkommen am Strand. Ja, und zwar in einem Naturschutzgebiet, was ich jetzt tatsächlich einmal ablesen muss, weil es einen etwas sperrigen Namen hat. Es ist die Küstenlandschaft zwischen Priwall und Barendorf mit Harkenbeck-Niederung. So heißt das hier. Ich befinde mich in Mecklenburg-Vorpommern. Nicht weit entfernt ist die Grenze zu Schleswig-Holstein. Das heißt, das hier war früher DDR-Gebiet. Und als der Süderhof gedreht wurde, 1991, war die Wende gerade erst mal 2 Jahre her. Das heißt, hätte man diese Serie ein paar Jahre zuvor gedreht, wäre das an dieser Stelle zumindest gar nicht möglich gewesen. Das hier ist allerdings der bekannte Strand, an dem diverse Szenen aus der Serie gedreht worden sind. Zum Beispiel direkt schon die erste Folge. Da findet Bimbo nämlich hier an diesen Steilklippen einen ausgerissenen Jungen, der hier zeltet. Und auch diese Folge der neueren Süderhof-Episoden, wo Danny sein, ich weiß nicht, ist es ein Tauchcamp oder ein Schwimmcamp oder sowas an der Ostsee hat. Auch das wurde hier an diesem Strand gedreht. Und wir versuchen jetzt zumindest mal so Pi mal Daumen die Szenen zu rekonstruieren. Ja, und das hier ist die erste Szene, die ich euch zeigen möchte. Wir sehen unsere Bimbo auf dem Pferd und das ist auch die Szene, wegen der ich überhaupt erst herausgefunden habe, dass wir hier an dem richtigen Ort stehen. Denn wir sehen hier im Hintergrund einen großen
Turm. Wobei es kein Turm ist, sondern es ist eigentlich ein Hochhaus, ein sehr hohes Hochhaus. Es ist das Maritim Hotel Travemünde, 1974 erbaut, 36 Etagen hoch. Und obwohl es ein riesiger, hoher Klotz ist und nicht sonderlich hübsch, hat es Denkmalstatus. Es ist nämlich nicht nur ein Hochhaus und ein Hotel, sondern auch ein Leuchtturm. Und ich habe es eben schon gesagt, wir stehen hier gerade auf ehemaligem DDR-Gebiet. Und dort hinten ist der Westen. Und dieses riesige Hochhaus ist in gewisser Weise nicht nur ein reales Leuchtfeuer, ein Leuchtturm, sondern auch ein symbolisches Leuchtfeuer. Also ein Symbol für den freien Westen, auf den man hier vom DDR-Strand einen perfekten Blick hatte. Ist also über viele Jahre hinweg eine Art Symbol der Hoffnung gewesen. Auf dieser Szene sehen wir noch ein bisschen mehr von dem Strandabschnitt, an dem wir uns hier gerade befinden. Wir sehen Bimbo auf Klärchen, dahinter das Fohlen, Schalimar hieß es, glaube ich, und der Junge, der hier illegalerweise am Strand gezeltet hat. So sieht das hier heute alles in der Realität aus. Von Grenzen ist hier heute nichts mehr zu sehen, aber auch dieser Strandabschnitt hier spielte zu DDR-Zeiten eine ganz besondere Rolle. Man durfte hier als DDR-Bürger damals durchaus baden. Allerdings war zwischen 20 und 6 Uhr der gesamte Strand Abschnitt gesperrt, logischerweise, denn man wollte natürlich verhindern, dass Leute in den Westen flüchten. Von hier war das ja, wie ihr seht, relativ einfach möglich. Der Westen liegt direkt gegenüber. Und eine ganze Menge Flüchtlinge haben das auch versucht und eine ganze Menge Flüchtlinge haben es sogar geschafft, von hier aus in den Westen zu flüchten. Genaue Zahlen dazu sind allerdings nicht bekannt. Ja, was ist noch interessant hier an diesem Strandabschnitt? Vielleicht ein kleiner Nebensatz von Bimbo. Ihr erinnert euch vielleicht in dieser Szene, er mahnt sie ja, den kleinen Jungen, dass er hier am Strand eigentlich nicht zelten darf, weil hier Seevögel nisten. Ein typischer Satz, der eigentlich nur von einem Pferdemädchen kommen kann. Aber Bimbo hat tatsächlich vollkommen recht. Tatsächlich nisten hier viele Vögel in diesen Klippen hier. Da sind ganz viele kleine Löcher drin und ihr seht es auch hier auf meinen Videoaufnahmen. Es ist richtig was los. Hier fliegen die ganze Zeit kleine Vögel um mich herum, fliegen in diese Löcher rein, fliegen wieder raus. Das habe ich in der Form so auch noch nicht gesehen. Also wenn ihr wirklich mal unberührte Natur sehen wollt, hier habt ihr eine ganze Menge davon. Ja, vielleicht noch so ein paar andere Szenen zum Vergleich. Das hier ist eine der ersten Szenen, die wir von diesem Handlungsstrang sehen. Bimbo reitet zum Strand und kommt hier an. Das müsste ungefähr von hier gefilmt worden sein, denn wir sehen rechts neben Bimbo sind die Klippen noch nicht so hoch. Und das ist auch hier in der Realität so. Die fangen erst sehr seicht an und werden dann immer höher. Daher denke ich, dass das ungefähr von hier gefilmt worden ist. Hier sehen wir eine Szene, die oben von den Klippen gefilmt worden ist. Das stellen wir jetzt so nicht nach. Erstens, weil ich keinen Bock habe, auf die Klippen drauf zu klettern. Zweitens, weil das hier Naturschutzgebiet ist und wir da oben nichts zu suchen haben. Das lassen wir mal die Profis machen. Aber hier die Klippen auf der linken Seite, die in der Serie zu sehen sind, die sehen wir auch hier in der Realität. Hier nochmal ein Blick auf die andere Seite. Da sehen wir dann keine großen Türme und sowas mehr, sondern unberührte Natur, wohin man schaut. Ja, und hier nochmal ein Blick auf einen völlig anderen Handlungsstrang, der ebenfalls hier am Strand gedreht worden ist. Danny hat, wie eben schon erwähnt, sein Schwimmcamp und ohne das großartig zu erwähnen, dass es derselbe Strand ist, wurde das auch genau hier gedreht. Wir sehen diese Klippen im Hintergrund. Die Jungs und Mädels haben hier ihr Zelt aufgebaut, obwohl es ja eigentlich verboten ist. Bimbo, wo bist du, wenn es drauf ankommt? Ja, wieder nicht da. Ja, und wenn ich mich richtig erinnere, hatte dann Danny hier am Strand einen seiner doch etwas häufiger vorkommenden Liebeskummer-Attacken. Oder er war zumindest irgendwie verschossen in eine Mitschwimmerin und hat sich dann geprügelt oder so. Ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern. Es ist unfassbar lange her. Genau, aber das wurde alles von hier gedreht. Wie wir auch in dieser Szene hier nochmal sehr eindrücklich sehen. Denn was sehen wir hier im Hintergrund? Mal wieder richtig. Das Maritim Hotel Travemünde, wie auch schon in der allerersten Folge. Was ich noch ganz gerne erwähnen möchte, ist diese Szene hier, denn ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass auch möglicherweise diese Szene hier an diesem Strand gedreht worden ist. Da geht es um das Pferderennen von Klärchen und Peggy, glaube ich. Ja, es war ein bisschen naiv, denn das sieht mir alles sehr nach Wattenmeer und Nordsee aus, was man da sieht. Da ist nämlich gar kein Wasser zu sehen. Das ist definitiv nicht hier an diesem Strandabschnitt der Ostsee gefilmt worden. Das passt einfach nicht. Und ich konnte auch nicht herausfinden, was das für ein großes Gebäude ist, was man hier im Hintergrund dieser Szene sieht. Falls ihr das vielleicht wisst
und euch das bekannt vorkommt, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Ja, und zu guter Letzt gab es noch so ein paar Szenen, die hier außerhalb des Strandes gedreht worden sind, wo die Kids entweder zum Strand hinreiten, wie in dieser Szene, oder wieder vom Strand weglaufen. Da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob wir hier richtig stehen, weil es sieht doch schon ein kleines bisschen anders aus. Es kann sein, dass man hier über die Jahre diesen Holzsteg, auf dem ich hier gerade stehe, hingebaut hat, der früher einfach noch nicht da war. Früher war es hier vielleicht etwas sandiger, wer weiß das so genau. Was aber auch dagegen spricht, ist, dass dieser Baum hier, den wir hier sehen, wo die Kids ihre Fahrräder abgestellt haben, auch heute nicht mehr hier ist. Daher kann es natürlich auch sein, dass es einfach ein völlig anderer Strandzugang gewesen ist, als der, an dem wir uns hier gerade befinden. Aber so wichtig ist es auch nicht. Deswegen würde ich sagen, wir haben eigentlich alles gesehen, was wir sehen wollten, und laufen mal zurück zum Auto. So, das war unser kleiner Strandausflug. Ey, ist auch echt warm gerade. 25 Grad, also haben wir genau das richtige Wetter ausgesucht. Jetzt wird es allerdings Zeit, uns die restlichen Szenen der Serie Neues vom Süderhof anzugucken. Und in der Serie wird ja suggeriert, dass der Süderhof im Prinzip direkt neben dem Strand liegt. Also zumindest kann man mit dem Pferd mal ebenso dahin reiten. Tatsächlich ist das nicht so, und auch alle anderen wichtigen Szenen befinden sich nicht hier in Mecklenburg-Vorpommern, sondern ganz woanders. Und da fahren wir jetzt hin. Ja, und damit sind wir angekommen in Trittau. Das ist ein kleines Örtchen in Schleswig-Holstein und fast anderthalb Stunden entfernt von dem Strand, an dem wir gerade gewesen sind. Und hier befindet sich die Schule von Peggy, von Molle, von Bimbo und von Danny. In der Realität ist es das Gymnasium Trittau, und ja, dem statten wir jetzt mal einen kleinen Besuch ab. Ja, das hier ist eine von vielen, vielen, vielen Szenen, wie wir sie kennen, aus der Serie Neues vom Süderhof, von eben dieser Schule. Da sitzen die Jungs und Mädels auf dieser Sitzgelegenheit, so eine runde Sitzgelegenheit aus Backstein, die hunderte Male in dieser Serie zu sehen ist. Das ist so der große Austauschpunkt auf dem Schulhof dieser Schule. So, und ich würde euch jetzt natürlich diese Sitzgelegenheit auch gerne in der Realität zeigen. Das Problem ist allerdings, dass wir jetzt hier an dieser Schule keine Drehorttour machen können im klassischen Sinne, wie ihr das von mir gewohnt seid. Ich glaube, die Gründe sind relativ offensichtlich. Es ist natürlich eine echte Schule. Hier laufen auch echte Schüler rum, die wir jetzt nicht einfach so filmen können. Und es ist auch darüber hinaus Privatgelände. Das heißt, wir können hier generell nicht einfach auf dem Schulhof oder in der Schule rumlaufen mit der Kamera und Sachen filmen. Sollte klar sein. Deswegen werde ich jetzt hier mal so ein kleines bisschen improvisieren. Ich werde euch jetzt hier ein Foto einblenden, was den Eingangsbereich dieser Schule zeigt. Es ist eine Totalaufnahme, es ist nicht sonderlich ergiebig, aber wir können hier ein paar Elemente erkennen, die wir auch aus der Serie Neues vom Süderhof kennen. Zum Beispiel dieses berühmte runde Sitzelement. Ja, das ist es tatsächlich. So sieht das Ganze in der Realität aus. Auf dieser schneckenartigen Konstruktion haben Peggy, Molle, Bimbo, Danny und all ihre Freunde vor vielen, vielen Jahrzehnten immer und immer wieder gesessen und haben die großen Pläne geschmiedet. Ich habe mal versucht herauszufinden, ob es irgendwie einen Namen, einen Fachbegriff gibt für diese interessante Architektur, die wir hier sehen. Und es ist mir nicht so richtig gelungen. Also falls einer von euch irgendwie sich mit Architektur auskennt oder sowas, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Vielleicht gibt es irgendwie einen Namen für diesen Style, den wir hier sehen. Das Einzige, was ich herausgefunden habe, ist, dass das Gymnasium Trittau im Jahr 1983 gegründet worden ist und damit offenbar auch dieses Gebäude hier erbaut worden ist. Gehe ich zumindest von aus. Und bei Wikipedia steht auch, dass diese Schule eine Partnerschaft mit der East High School in Salt Lake City in Utah hat, was eine völlig uninteressante Information ist. Ich wollte sie euch trotzdem mal mitteilen, denn sie erklärt möglicherweise, dass Bimbo in der fünften Staffel Neues vom Süderhof plötzlich weg ist. Und wir erfahren ja in dieser fünften Staffel, dass sie offenbar in Amerika ist. Vielleicht hat das eine mit dem anderen zu tun, vielleicht aber auch nicht.
Ja, was ich euch sonst noch von dieser Schule zeigen kann, ist zumindest ein kleiner Direktvergleich, und zwar von dieser Szene hier. Hier sehen wir nochmal auf der rechten Seite diese Sitzgelegenheit, diese Sitzschnecke, wo die Schüler drauf sitzen und ihrer Lehrerin Dolly zuwinken. Wir sehen hier auf der Szene ziemlich gut, es hat sich hier praktisch überhaupt nichts verändert, weder am Gebäude und eben auch nicht an der Sitzgelegenheit. Und auch in dieser Szene sehen wir das nochmal ganz gut. Dolly fährt mit ihrem roten Auto über den Schulhof, was, glaube ich, in der Realität nicht viel Sinn ergibt. Es macht keinen Sinn, dass hier Autos durch die Gegend fahren. Die Parkplätze sind weit außerhalb dieses Schulhofs. Aber auch hier können wir ganz gut sehen, das Gebäude im Hintergrund und auch der Schulhof selbst. Da hat sich wirklich in den vergangenen Jahrzehnten überhaupt nichts verändert. Angekommen an unserem nächsten Drehort. Ihr seht, mein Outfit hat sich geändert, das Wetter hat sich auch geändert und auch der Tag und der Ort haben sich geändert, ohne dass ihr es gemerkt habt. Ich bin inzwischen nicht mehr in Schleswig-Holstein, ich bin in Niedersachsen, in der Lüneburger Heide. Hier wurden viele der Stadtszenen gedreht aus Neues vom Süderhof in verschiedenen Städten, unter anderem in Buchholz in der Nordheide, da bin ich jetzt gerade. Und mal schauen, ob wir die ein oder andere Szene wiederentdecken. Ja, das ist jetzt hier eine Szene von vielen, die ich mir jetzt einfach mal exemplarisch rausgegriffen habe, weil ich nämlich rausgefunden habe, wo sie gedreht worden ist. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, es ist dieser Handlungsstrang, wo Molle mit einem Kind in die Innenstadt geht. Und dieses Baby wird dann entführt von einer etwas tüdeligen Oma. Es wird vertauscht. Ja, und diese gesamte Folge wurde praktisch hier in der Innenstadt von Buchholz gedreht, wie wir auch hier in der Realität sehen können. Warum habe ich das herausgefunden? Nun, weil im Hintergrund hier eine Deutsche Bank-Filiale zu sehen ist. Und dieses Gebäude dieser Bank-Filiale, das existiert auch heute noch genauso wie damals, wenngleich heute dort keine Deutsche Bank mehr drin ist. Es hat sich ein bisschen was verändert hier in der Innenstadt von Buchholz. Ein paar Geschäfte sind weg, dafür sind ein paar andere hinzugekommen. Und auch an der Architektur dieser Fußgängerzone hat sich ein bisschen was getan. Wir sehen hier, dass in der Vergangenheit dort offenbar noch so ein paar Elemente rumstanden, so Blumenbeete oder irgendwie sowas. Das ist heute nicht mehr da. Und auch diese Bäume, die wir dort sehen, die hatten so Einzäunungen. Auch davon sieht man hier heute nichts mehr. Hier sehen wir sie nochmal in Nahaufnahme, die tüdelige Oma, bereit, das Kind zu entführen. Das wurde von hier gefilmt. Wir sehen, es hat sich ein bisschen was getan, aber wir können erkennen, dass es genau derselbe Ort ist, weil hier rechts so eine weiße Laterne steht. Und die ist auch schon in der Serie zu sehen. Und im Hintergrund eben die Deutsche Bank-Filiale, die heute keine Deutsche Bank-Filiale mehr ist. In dieser Szene sehen wir Molle, wie sie auf ein Geschäft zusteuert. Das wurde von hier gefilmt. Das ist genau dieses Geschäft hier. Heute ist es eine Filiale von Butni oder Butnikowski, eine Drogeriekette, die mir ehrlich gesagt als alter Westfale gar nicht so richtig bekannt war. Es ist offenbar sehr verbreitet im Hamburger Raum. Sie kommt aus Hamburg und hat hier sogar die Marktführerschaft. Wusste ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Aber ja, das wurde von hier gefilmt. Früher, wie wir in dieser Szene sehen, war das hier ganz offensichtlich noch keine Butnikowski-Filiale. Es war offenbar ein Supermarkt. Hier steht nämlich ganz viel Gemüse vor der Tür. Und man kann auch in manchen Szenen sehen, dass es ganz offensichtlich ein Spa-Markt war. Ja, diese Szene wurde allerdings von hier gedreht. Das sieht man doch ziemlich eindeutig. Ja, hier das Beweisfoto. Hier sehen wir sehr gut, dass es sich um einen Spa-Markt gehandelt hat hier früher bei diesem Geschäft hier auf der Ecke. Es ist aber immer noch exakt dasselbe Gebäude, wie wir hier an diesem rechten Pfeiler sehen. Da ist so ein kleiner Durchgang, den wir auch in der Serie sehen. Hier sehen wir die erschrockene Molle nochmal vor einem anderen Geschäft. Das hier müsste das Keramikgeschäft in der Serie gewesen sein. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern. Ben zerdeppert ja Geschirr und möchte dann unauffällig einen neuen Teller kaufen. Damit wird er hier heute in der Realität kein Glück mehr haben, denn es handelt sich heute hier um NKD, ein Textil-Discounter. So, wo wir jetzt gerade aber hier Molle nochmal in der Nahaufnahme sehen, wollte ich nochmal kurz ein, zwei Sätze zu diesem Charakter loswerden. Das ist mir auch beim Nachgucken dieser Serie nochmal aufgefallen, dass da irgendwas mit diesem Charakter Molle nicht stimmt. Und zwar wird in der Serie immer wieder Bezug genommen auf ihr angeblich etwas höheres Gewicht.
Also sie wird zum Beispiel ständig von Bimbo geneckt, dass sie zu viel Süßigkeiten isst oder keine Ahnung was. Oder dass sie zu schwer sei, um irgendwie auf einem Fahrrad mitzufahren oder keine Ahnung was. Kurioserweise ist aber weder die Schauspielerin in den ersten Süderhof-Folgen in irgendeiner Art und Weise übergewichtig, noch die Schauspielerin, die wir hier sehen, in den späteren Süderhof-Folgen. Ich möchte überhaupt nicht wissen, wie viele Body-Issues diese Serie damals bei jungen Mädchen ausgelöst hat, weil ständig eine Protagonistin als dick bezeichnet wird, die nicht dick ist. Das fand ich jetzt wirklich auch beim Nachgucken dieser Serie nochmal extrem bizarr. Ich glaube, das würde man heute auch so nicht mehr machen. Ja, und das jetzt hier nochmal der Vollständigkeit halber ein letzter Blick auf die Innenstadt von Buchholz. Hier in diesem Ort wurden übrigens noch ein paar mehr Szenen gedreht, immer dann, wenn es um Stadtszenen in der Serie Neues vom Süderhof ging. Es gibt aber auch noch eine andere Stadt, die eine Rolle spielt in der Serie, und das ist die Stadt Glinde in Schleswig-Holstein. Dort befindet sich nach allem, was ich jetzt recherchiert habe, unter anderem dieses Eiscafé, wo sich die Jungs und Mädels immer mal wieder treffen in der Serie. Allerdings wird dieses Eiscafé nie in der Totalaufnahme gezeigt. Es ist immer nur so ein winzig kleiner Bildausschnitt. Man sieht relativ wenig von der Umgebung. Deswegen lohnt es sich jetzt auch nicht wirklich, dahin zu fahren. Und wir geben uns mal mit dem zufrieden, was wir jetzt hier in Buchholz gesehen haben. Ja, und das ist also Buchholz. Ja, ich würde sagen, jetzt ist aber endgültig Schluss mit kleinen Details. Jetzt fahren wir endlich zu dem Ort, auf den ihr schon die ganze Folge wartet. Jetzt fahren wir endlich zum Süderhof. Links abbiegen auf Lange Straße. Ja, Freunde, und ich hoffe, ihr seid bereit für den großen Moment. Das ist der Süderhof, wie wir ihn alle aus der Serie kennen. Und das ist der Süderhof heute in der Realität. In Wirklichkeit ist das hier natürlich nicht der Süderhof. Klar, der wurde nur für die Serie so genannt. Ich werde euch jetzt allerdings auch nicht verraten, wie er in Wirklichkeit heißt und wo er sich befindet. Ich habe mit den Besitzern ausgemacht, dass wir das so ein kleines bisschen unter Verschluss halten, damit hier nicht der große Massentourismus ausbricht. Klar, was ich aber machen darf, ist, ich darf hier alles filmen, was ich möchte, und das werde ich jetzt ausgiebig tun und euch alles zeigen, was man hier so entdecken kann. Und auf diesem Bild hier gibt es eigentlich relativ wenig zu entdecken, oder? Denn es ist tatsächlich alles irgendwie so ähnlich geblieben wie auch damals schon, als die Serie gedreht worden ist. Wir haben immer noch diese schöne weiße Eingangstür. Die Fenster sind ähnlich, oben und unten. Wir haben auf der linken Seite unter dem Fenster auch heute noch eine Bank stehen, wenngleich es heute eine etwas andere ist als damals. Es ist ein bisschen, als wäre die Zeit stehen geblieben. Das ist der Süderhof, wie ich ihn als Kind kennengelernt habe. Ja, und jetzt stehe ich tatsächlich als erwachsener alter Mann direkt davor. Hier sehen wir das Hofgelände aus einer anderen Perspektive. Es ist eine Szene aus dem Intro. Hier sehen wir auf der linken Seite so eine Scheune, auf der rechten Seite auch nochmal so eine Scheune. Da passieren auch so ein paar Dinge innerhalb dieser Scheune in der Serie, wenn ich mich noch richtig dran erinnere. Aber auch hier sehen wir, die Zeit ist ein bisschen stehen geblieben, es hat sich nicht viel verändert. Die eine oder andere Tür hat einen anderen Anstrich bekommen über die Jahre, und dieses Gebäude auf der linken Seite hat oben jetzt ein Fenster hinzubekommen, was damals, als die Serie gedreht worden ist, noch nicht existiert hat. In dieser Szene sehen wir Bimbo über den Hof reiten. Das wurde aus dieser Perspektive hier gefilmt. Hier sehen wir nochmal den Süderhof in seiner vollen Pracht. Und auch hier sehen wir selbst dieses Beet, was wir in der Serie vor dem Süderhof sehen, ist heute noch da. Und es ist immer noch genauso grün und genauso schön wie damals vor 32 Jahren. Bimbo reitet am Süderhof vorbei entlang eines Gartenzaunes. Und ratet mal, was noch da ist. Richtig, der Süderhof und auch der Gartenzaun sind beide noch da. Auch von hier sieht immer noch alles genauso aus wie damals. So, und jetzt kommen wir zu einem kleinen Häuschen, das auch in der Serie eine wichtige Rolle spielt. Denn ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist es das Wohnhaus von Oma Brendel.
oder? Ja, das liegt hier an so einem idyllischen Teich, schon damals in der Serie. Und auch heute ist dieser Teich noch da. Wir haben immer noch diesen Zaun vor dem Teich, der heute ein kleines bisschen anders aussieht als damals. Wir haben immer noch das kleine winzige Häuschen auf der anderen Seite des Teichs, umgeben von Bäumen und ganz viel Grün. Die eine oder andere Bank ist hinzugekommen über die Jahre. Ja, und Bimbo und Klärchen sind heute leider nicht mehr da. Ansonsten sieht hier einfach alles aus wie damals. Ja, und wenn man vom Teufel spricht, da ist sie. Oma Brendel läuft von ihrem kleinen Wohnhaus auf den Süderhof zu. Das wurde von hier gefilmt. Ich finde übrigens, Oma Brendel war mir irgendwie immer so ein kleines bisschen sus, würden Jugendliche von heute, glaube ich, sagen. Suspekt. Die war immer so unfassbar gut gelaunt und nichts konnte sie aus der Ruhe bringen. Und selbst wenn die Kinder noch so viel Scheiße gebaut haben, war Oma Brendel immer freundlich und verständnisvoll. Das war mir einfach ein bisschen zu drüber damals. Das habe ich hier nicht abgekauft. Egal. Was ich hier aber abgekauft habe, tolle Überleitung, ist diese wunderbare Natur, in der sie lebt. Auch hier haben wir nochmal einen wunderbaren Blick auf diesen wunderschönen Teich. Wir sehen, heute steht dort eine Bank, wo man sich niederlassen kann und einen Blick hat auf diesen tollen Teich. Ja, und wir sehen auch, dass die Bäume, die damals in der Serie zu sehen waren, auch heute noch hier zu sehen sind. Apropos Bäume, auch dieser Baum ist noch da. Hier sehen wir Molle und Bimbo. Sie teilen ein Geheimnis und laufen dann in diese Scheune hier rein. Ja, die Scheune ist noch da, haben wir eben schon gesehen. Und auch der alte Baum auf der rechten Seite, der wirklich ziemlich dick ist, ja, der ist auch heute, 32 Jahre später, immer noch hier. Das hier ist das berühmte Fenster, in dem Oma Brendel und Ben stehen. Ich glaube, es ist auch eine Szene des Intros der Serie. Ja, dieses berühmte Fenster ist das hier oben. Und auch das ist immer noch exakt so wie damals, nur dass dort heute keine Blumen mehr davor sind. Habe ich jetzt vergessen, die Besitzer zu fragen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die dort damals extra für die Serie hingehangen wurden und dass da eigentlich nie wirklich Blumen waren. Hier sehen wir dieses ganze Hofgelände noch einmal aus einer anderen Perspektive. Das wurde Pi mal Daumen von hier gefilmt. Und wenn ihr jetzt hier mal ganz aufmerksam da rechts auf die Seite guckt, dann seht ihr, das Schild vom Süderhof ist tatsächlich noch da. Ja, das hat man aufbewahrt und hier oben an dieses Haus gepinnt, was eigentlich nicht das richtige Haus ist. Denn wir haben es ja eben in der anderen Szene gesehen, dieses Süderhof-Schild. Das war eigentlich auf der anderen Seite, auf dem Hauptgebäude zu sehen. Aber wir wollen es mal nicht so genau nehmen. Ist ja schön, dass es dieses Andenken noch gibt und dass man das heute hier noch sehen kann, oder? Ja, dieses Gebäude, was wir da sehen, das ist offenbar auch ein etwas neueres Gebäude als das Haupthaus. Denn wir sehen das auch in ein paar anderen Szenen, zum Beispiel in der hier. Und da sieht das Ganze noch relativ neu aus. Schaut mal da im Hintergrund. Da sind diese ganzen Elemente, wie zum Beispiel die Treppe und so, die sind da noch gar nicht gestrichen und so. Was aber damals schon da war und auch heute noch, ist dieser große Baum, an dem Danny damals seinen Basketballkorb angebracht hat. Man sieht auch, dass der Baum irgendwie gealtert ist, oder? Der sieht etwas schrumpfig aus als damals. Und im Hintergrund sehen wir zudem ein Wagenrad von so einem Kutschwagen oder irgendwie sowas, also von so einem Flug oder so. Und tatsächlich steht dort auf der Koppel immer noch so ein Gerät. Ja, und auch hier nochmal ein Blick auf dieses Nebengebäude aus dieser Perspektive. Bimbo und Klärchen once again. Und im Hintergrund dieses Gebäude, was heute den Süderhof-Schriftzug trägt. Damals aber noch nicht. Ja, und das ist jetzt hier nochmal eine Szene aus dem Intro, wo, glaube ich, Bens Geburtstag gefeiert wird. Man sieht es nicht so richtig in der Szene, aber das wurde von hier gefilmt, also direkt wieder vor diesem Teich. Und auf der linken Seite sehen wir das Wohnhaus von Oma Brendel. Mir scheint, als wäre eine kleine Brücke hinzugekommen, die damals noch nicht hier war. Ja, und dann hat mich die Besitzerin dieses Hofs tatsächlich sogar nochmal ins Haus reingelassen. Nicht ohne Grund natürlich, sondern weil auch hier im Haus ein paar Szenen gefilmt worden sind. Zum Beispiel in diesem Flur hier, da hing damals das Telefon hier an der Wand, sagte sie mir zumindest. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig an diese Szenen erinnern. Woran ich mich sehr wohl allerdings erinnern kann, ist diese Sitzecke. Könnt ihr es auch noch? Ja, ganz bestimmt, oder? Da hat die Familie immer Mittagessen gegessen. Ich glaube, Ben am liebsten Nudelsalat mit Ketchup oder Kartoffelsalat mit Ketchup oder sowas. Und es wurden auch die ganz großen Krisen besprochen. All das passierte in dieser Sitzecke, die auch heute, 32 Jahre später, immer noch da ist. Für die Leute, die hier leben, war das übrigens manchmal ganz schöner Stress, hat mir die Besitzerin erzählt. Hier wurden nämlich auch eine ganze Menge Möbelstücke in das Haus reingekarrt
und auch am Ende wieder rausgekarrt. 6 ganze Jahre ging das so, von 1991 bis 1997. Die Serie lief so erfolgreich und so lange, dass ja, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, einmal sogar der komplette Cast ausgetauscht wurde, weil die Kinder alle zu alt wurden. Da gab es dann eine komplett neue Besetzung. Und es gab auch ein paar Änderungen, die ich bis heute überhaupt nicht verstanden habe. Zum Beispiel, dass die Namen von Oma und Opa Brendel geändert wurden. In den ersten Süderhof-Folgen hießen sie Martha und Heinrich. In den späteren Süderhof-Folgen hießen sie Hertha und Bernhard, was für mich überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Und auch die verstorbene Mutter von Danny, Peggy und Ben wurde zunächst Frances genannt, hieß dann später aber Pamela oder Pamela. Ich weiß nicht, ob es sich hier um eine Nachlässigkeit handelt, dass man einfach keinen Bock hatte, nochmal nachzugucken, wie die Namen in den ersten Staffeln eigentlich wirklich waren oder so. Oder ob es dafür einen besonderen Grund gibt. Keine Ahnung. Auffällig war auf jeden Fall damals für mich als Kind, dass man einmal den kompletten Cast inklusive Hund sogar getauscht hat. Nur Oma Brendel, die suspekte Oma Brendel, die blieb immer die gleiche. Vielleicht war sie mir auch deshalb ein bisschen unheimlich. Ja, 1998 dann allerdings wurde die Serie Neues vom Süderhof dann schließlich eingestellt. Was aber immer geblieben ist und hoffentlich auch immer bleiben wird, ist der berühmte Ort, an dem diese Serie gedreht worden ist. Der berühmte Süderhof. Ich habe neue Freunde gefunden und sie weichen mir nicht mehr von der Stelle. Es ist egal, wohin ich laufe. Sie kommen mit. Ich habe nichts zu fressen für euch. Oder wollt ihr mit nach Hause? Hm? Ich hätte ja schon gern ein Haustier, aber ich dachte eigentlich mehr so an einen Hund oder eine Katze. Nicht an sowas. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber die fauchen die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, ob sie mich mögen oder hassen oder ob sie mich vertreiben wollen, keine Ahnung. So, ich muss jetzt auf jeden Fall weiter, Leute. So, Freunde, das war meine Drehorttour zu Neues vom Süderhof. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, was ich hier heute so veranstaltet habe. Und ich habe es ja eingangs der Folge erwähnt, es ist nicht so ganz einfach, die Drehorte dieser Serie herauszufinden. Und ich habe ganz bestimmt sehr, sehr viele Drehorte, die es noch theoretisch gäbe, heute weggelassen. Wenn ihr jetzt hier in der Nähe wohnen solltet und den einen oder anderen Ort in eurer Nachbarschaft zum Beispiel in dieser Serie mal wiedererkannt habt, dann schreibt mir doch gerne mal eine Mail oder so, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, oder einfach einen Kommentar hier bei YouTube. Vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge zum Süderhof und dann könnten wir diese Orte natürlich auch besuchen. Also ja, wenn ihr euch ein kleines bisschen besser auskennt als ich, dann meldet euch gerne bei mir. So, das war's jetzt aber erstmal für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Ihr könnt natürlich auch diesen Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video. Und wenn ihr meine Arbeit ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr das auch sehr gerne tun. Zum Beispiel bei Patreon, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Oder ihr werdet Kanalmitglied auf YouTube. Dann gibt's auch immer so ein bisschen exklusive Inhalte und auch neue Videos vor allen anderen. Also könnte sich vielleicht lohnen. Das war's jetzt aber erstmal für heute. Ich sag tschüss und bis zur nächsten Reise.